In der sogenannten Ukraine-Affäre gehen die Ermittlungen weiter. Die US-Demokraten haben dazu die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Jovanovic, im US-Kongress vorgeladen. Details ihrer Aussage sind nicht bekannt. Im Zentrum der Affäre steht die Frage, ob US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky unter Druck gesetzt hat, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln. Hunter Biden ist mit 1,5 Milliarden Dollar aus China weggegangen. 168.000 Dollar pro Monat aus der Ukraine. Angeblich eine 3-Millionen-Dollar Zahlung aus der Ukraine. Habe ich gefragt? Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das nicht tut. Die Festnahme von zwei ukrainischen Kunden von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani, Lev Parnas und Igor Fruman eröffnen ein weiteres Kapitel bei den Ermittlungen. Die beiden arbeiteten zudem für den zwielichtigen ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch, der wegen Bestechungsvorwürfen an die USA ausgeliefert werden soll.